Dieser Verein also mit großen Problemen. Kommen wir zum Reviernachbar. Kommen wir zu Borussia Dortmund und der vielleicht gar nicht so gewagten These, die können und werden Meister 2020. Du hast es angerissen, du sagst, das wird eine Opposition für die Bayern werden. Ja. Ist es ja in der Tabelle, 4 Punkte. Klar ist damit auch, ins Spitzenspiel geht Bayern als Tabellenführer. Wie kann Dortmund noch vorbeiziehen? Ja, durch diesen unglaublichen Lauf. Also das, wenn man das auch gesehen hat, das ist jetzt nicht nur, dass sie halt ein schwaches Schalke weggeschossen hätten, sondern es ist ja die Serie, 2 Monate Pause, völlig problemlos weitergeführt. Da in der Rückrunde 8 von 9 Spielen gewonnen, jetzt Bayern zu Hause. Damit könnten sie den Vorsprung eben auf 1 Punkt verkleinern. Dann ein Restprogramm, wo außer dem Auswärtsspiel in Leipzig keine großen Stolperfallen mehr sind, wenn man die vor einen Tag legt, die Dortmund vor allem offensiv hat, weil das ist wirklich bemerkenswert. Dortmund spielt am Wochenende in Wolfsburg, die auch einen guten Lauf haben, also es wird auch wieder ein kleiner Richtungstest werden, wobei, wenn man Schalke so schlägt, dann ist das Selbstvertrauen sicherlich da. Du hast die Offensive angesprochen, 72 Tore, Bundesliga-Rekord für diesen Verein und der verteilt sich ja auf viele Schultern. Alle denken nur Haaland, aber der hat ja nur ein Drittel der Saison bislang quasi mitgemacht. Naja, genau. Dementsprechend gibt es andere, die wir loben dürfen. Ja, du hast halt 3 Spieler, die mehr als 10 Tore haben, damit geht es ja schon mal los. Also mit Haaland natürlich. Man kann ja fast ausrechnen, dass er mindestens 17 Toren landet, wenn er die Rückrunde durchspielt, weil er trifft ja sowieso immer. Ja. Und du hast Reus, jetzt verletzt, 11 Tore schon gemacht vorher. Du hast Sancho, 15 glaube ich. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Aber 14. Aber 16 Vorlagen. Ah, 16 Vorlagen. Und das kommt noch dazu. Du hast nämlich dann in der zweiten Reihe mit Hazard einem doch fast schon unterschätzten Spieler in Dortmund. 17 Scorerpunkte, 6 getroffen, 11 vorbereitet. Kurzum, die Offensive, das Motto ist taktisch, wir wollen den Gegner durch ständiges Tore schießen unter Druck setzen. Das ist irgendwie bislang aufgegangen. Ja. Und wenn wir eben über die Trainerpersonalie ja gesprochen haben bei Schalke, dann können wir sagen, er, der oft in der Öffentlichkeit, anders zum Beispiel als Wagner, wirklich eine arme Sau war, er hat eigentlich das Recht, dass man ihn mal kräftig lobt. Ja, also vor allen Dingen sollen sie mal irgendwann das Videomaterial rausrücken, was da in der Winterpause passiert ist oder wer ihm oder was er den Spielern gesagt hat, weil das ist schon wirklich gut und man darf nicht vergessen, es ist eine taktische Maßnahme, wer auch immer ihn auf die Idee gebracht hat, er sich selbst oder jemand anders, der ihn hingeschoben hat, die Umstellung in der Abwehr ist bei allem Offensivfeuerwerk der entscheidende Faktor. Gut, aber trotzdem, die Bayern gewinnen auch nur, also der direkte Vergleich, der muss gewonnen werden. Mhm, das ist klar. Also klar ist, ohne Bayern-Sieg keine Meisterschaft. Ganz klar. Gut, also das ist auf jeden Fall die These, die für die Dortmunder wichtig ist. Dementsprechend die nächsten 5 Tage entscheidend. Wenn man den direkten Vergleich gewinnt, wäre es noch ein Pünktchen, wenn ansonsten natürlich alles soweit glatt läuft. Wo ist eine kleine Schwachstelle bei den Bayern und eben ein Pluspunkt bei diesem Verein, um zu sagen, da kommen sie eben wirklich noch rum? Ja, entscheidend wird der Doubleheader, den es dann, genaues Datum weiß ich durch die ganzen Verschiebungen nicht mehr, den es halt geben wird für Bayern. Gladbach zu Hause, Leverkusen auswärts. Ja. Beide Spiele, die sie verloren haben in der Hinrunde, zugegebenermaßen äußerst unglücklich. Ja. Aber das sind die 2 Spiele, auch wenn man sich die Formkurven anguckt. Selbst bei Gladbach könnte man ja fast noch von der Meisterchance ausgehen, wenn sie weiter so spielen wie bisher. Die ist zwar sehr, sehr klein, aber nicht wegzureden. Und wenn die dann nach München kommen und noch eine Chance haben, dann wird das ganz sicher kein Spaziergang für die Bayern. Also ich denke, da ist die große Hürde. Eine Personalie hast du angesprochen. Reus, der, glaube ich, offensiv ja gefährlicher ist als ganz Schalke zusammen aktuell. Ja gut, also wir haben es ja... spielen könnte, ja. Ja genau, er ist ja seit Februar, seit dem Pokalspiel in Bremen, ist er raus. Alles, was wir auch so hören, ist, er kann alle Übungen mitmachen im Training. Mhm. Er kann aber, hat Probleme mit dem Schusstraining und Probleme mit dem Schießen. Also wahrscheinlich wäre er per Kopf immer noch gefährlicher als Schalke insgesamt, aber trotzdem ist es natürlich aber schön für ihn an der Stelle, dass die Mannschaft auch ohne ihn so gut funktioniert, weil das war ja in anderen Jahren durchaus anders. Nun gab es heute auch die steile These, oder vielleicht auch gar nicht so steil, aber eben Reus ist weg. Es ist kein großer Verlust aktuell auf dem Platz, denn mit Hummels haben sie eine Leitfigur, die mittlerweile das Ganze lenkt. Stimmt das? Also vor allen Dingen, wenn man sich das Derby jetzt anguckt, wo man mal so richtig auch hört, was auf dem Platz passiert ohne die Zuschauer. Es ist, wir sind uns eigentlich nicht schön, ohne Zuschauer ein Fußballspiel zu sehen. Definitiv. Für uns ist es nur ganz schön, mal zu hören, wirklich auch, was genau da gesprochen wird. Und da fällt auf, Mats Hummels macht da ganz klare Ansagen. Wir haben, habe ich gerade schon angedeutet, wir haben die Dreierkette, wo er das entscheidende Element ist. Sie kriegen weniger Gegentore nach Standards. All das macht natürlich, macht es den Zauberkünstlern da vorne natürlich viel leichter. Also alle anderen so viele Tieren. Dortmund kann Meister werden und zwar dank starker Offensive, dank des direkten Vergleichs gegen die Bayern und eben einer Defensive, die von Mats Hummels angeführt wird, die Bundesliga-mäßig eigentlich das Nonplusultra ist. Das also die durchaus berechtigte positive Beweihräucherung für den BVB. An diesem Wochenende geht es, wie gesagt, mit tollen Spielen los. Heute Abend schon Hertha Union. Auch da Hertha, Bruno Labbadia ist auch ein Aufsteiger der letzten Tage. Also der letzten Tage natürlich, sicherlich. Die Hertha an sich ist, würde ich sagen, noch im
unteren Mittelfeldstimmungs- ja. oder was so die Wahrnehmung angeht, weil Jubeltrauben und so weiter wollten wir ja eigentlich nicht sehen. Aber klar, gewinnt man jetzt das Derby auch noch, ist die Schmach aus diesem skandalösen Spiel aus der Hinrunde weg. Vielleicht geht da ja noch was. Schalke holen sie bestimmt noch, wenn sie so weitermachen. Wir drücken allen auf jeden Fall kräftig die Daumen. Das Wochenende steht an, ohne Corona. Eine Sendung ohne Corona, das war doch schon mal was. 2 nach 10, Matthias, dir vielen Dank und Gerne. Euch allen ein tolles Bundesliga-Wochenende.